Herr Moser, wir stehen jetzt hier gerade am ehemaligen Pferdeeisenbahnbahnhof. Im Hintergrund das Grundstück, wo man den Semmelturm wieder aufbauen könnte. Warum befinden wir uns heute hier? Also wir hören im Hintergrund, es wird fleißig gearbeitet. An den künftigen Schienen wird jetzt schon geschnitten. Und ich bin sehr froh, dass der SPÖ-Spitzenkandidat für den Gemeinderat Schieninger sich jetzt umtaufen hat lassen ab heute. Er nennt sich Schiening nicht mehr mit zwei N, sondern mit langem I. Er heißt jetzt Schieninger und der Herr Schieninger wird das Projekt der Schiene mit der Straßenbahn nach Linz betreiben und da möchte ich ihm herzlich gratulieren, dass man da endlich was gefunden hat, wo die Oberösterreicher, die Österreicher, die Welser Schwarzfahrer, nicht die Türkisfahrer, vielleicht im Parkettwaggon auch noch Platz haben. Wo sollte sich denn die rote Linie, wie sie genannt wird, in Wales befinden? Ja, die rote Linie wird einmal so sein, dass die Straßenbahnen in Rot gestrichen werden, so in Ferrari-Rot, alle mit der Nummer 16, weil ja Vettel auch auf der Nummer 16 zuletzt gestartet ist bei den Grand Prix und da spielt einer der Spitzenkandidaten, der möchte gern Spitzenkandidatin bei der SPÖ jetzt an 16. Stelle steht, darum kriegen alle Waggons die Nummer 16. Man hört ja auch, die SPÖ will gerade die Straßenbahngarnituren sehr luxuriös ausstatten. Wie wird denn das aussehen? Ja, das ist ganz einfach. Fangen wir zuerst an bei der Finanzierung. Da wird aus Karl May bekannt, Haji Alef Homa die Fahrkartenabrechnung übernehmen mit den bewährten Kassierinnen, weil da bleibt sicher was über. Es gibt einen eigenen Parkettwaggon, wo dann die Schuhschachteln drinnen sind mit der Buchhaltung. Und wir hoffen natürlich, dass die am Weg nach Machtrenk nicht in der Au irgendwo verloren gehen. Aber dazu muss man erwähnen, dass auch der ehemalige Bürgermeister Kolz dort den Schlafwagen übernimmt. Er wird Kondukteur für den Schlafwagen und bevorzugt natürlich unsere türkischen freundlichen Mitbürger und möchte dort einen eigenen Integrationswaggon machen. Also dieser Integrationswaggon wird natürlich besonders fröhlich aussehen. Ja, das sieht sehr fröhlich aus. Er steht vor dem Waggon, vor dem sogenannten Wimmer-Waggon, weil im Wimmer-Waggon sind alle ehemaligen SPÖ-Wähler drinnen, die jammern und wimmern, dass sie nicht mehr so stark im Gemeinderat vertreten sein werden. Gibt es denn neben der roten Linie auch vielleicht eine grüne, eine pinke oder eine blaue Linie? Ja, die blaue Linie, nachdem er Stadtrat, also Vizebürgermeister Groß für den Schutz der Stadt Wels fungiert, wurde jetzt von der FPÖ der Herr Schatzmann, Gemeinderat Schatzmann, nominiert. Er lässt sich morgen umtaufen. Er wird Schutzmann für diese Straßenbahn, weil er ja professioneller Sportschütze ist beim Polizeisportverein. Und es gibt keinen besseren in der FPÖ, der hier den Schutz, also der Herr Schutzmann, soll das übernehmen. Während der Fahrt müssen ja die Fahrgäste belustigt werden. Hier gibt es manchmal Fernseher. Wird hier vielleicht FPÖ-TV gespielt? Nein, FPÖ-TV wird nicht gespielt. Nachdem die Straßenbahn nur über 8 Waggons verfügt, hat sich eine oberösterreichische Illustrierte bereit erklärt, dort die aufzulegen. Aber nachdem die Straßenbahn mehr Waggons hat, als dort Auflage ist, wurde dann das Projekt seitens des Bürgermeisters abgelehnt. Kommen wir etwas zur Bundespolitik. Was sagen Sie denn da zur aktuellen Situation? Naja, die Bubelpartie hat nämlich kräftig zugeschlagen. Schuld an der ganzen Diskussion ist HC Strache. Weil wenn er sich nicht wie ein Idiot benommen hätte in Ibiza, dann wäre man nicht so weit. Da hätte man nur eine damals gute Regierung, die heute noch fungieren könnte. Aber durch diese Dummheit oder durch die Besoffenheit des HC ist natürlich jetzt alles aufgeblüht. Und eigenartigerweise, alles, was er in seiner Fantasie gesagt hat, die führen die Türkisen jetzt durch. Und sie werden vielleicht auch in der Straßenbahn dann auch noch mitfahren dürfen. Aber schauen wir mal, vielleicht gibt es dann noch einen Türkisenwaggon. Weil einer der Vertreter der Stadt Wales, der früher in Schweden Betten verschoben hat, könnte ja dann dort auch bei der Straßenbahn als Verschieber fungieren. Im Ende September haben wir Gemeinderatswahlen in Wales. Wie ist denn da Ihre persönliche Prognose? Ja, die persönliche Prognose wird sein, dass nicht Andreas Rabel das gewinnen wird. Die SPÖ wird zulegen, die ÖVP wird den Status halten. Es gibt eine linke Liste, die Grünen werden wahrscheinlich
mehr Stimmen machen als beim letzten Mal. Die Neos, wenn wir schon bei der Pferdeeisenbahn sind, der Listenführer nagelt bereits seine Hufe für die Pferdeeisenbahn. Und was ich vergessen habe zu sagen, es gibt dann gleich hinter dem Waggon, wo Hadži Halefona die Fahrkartenabrechnung macht, gibt es auch einen Plateauwagen. Da steht der teuerste Mercedes von Wels drauf. Kommen wir zum Ende. Noch einmal hier im Hintergrund zum Standort des ehemaligen Semmelturms. Der Wiederaufbau würde ja 1,2 Millionen Euro kosten. Der Umbau des Bollheimer Parks kostet die Hälfte, 600.000 Euro. Also wenn man das so vergleicht, würde das eigentlich leicht im Budget der Stadt Wels sein. Naja, das würde leicht im Budget der Stadt Wels sein. Und man kann ja nur dazu sagen, dass vielleicht die Antifa, die sich jetzt so massiv um diese Venus kümmert, die aus der Römerzeit stammt, dass die Antifa vielleicht einmal jetzt vorreagiert gegen den Faschismus. Es gab ja in den 30er Jahren den sogenannten Austrofaschismus, der dann in eine fürchterliche Zeit führte. Vielleicht könnte die Antifa mal bei der ÖVP oder beim sogenannten Ständestaat 2, der sich jetzt entwickelt, einmal kräftig die Antifa-Tränendrüse drücken.